Hallo Leute, willkommen zurück bei Conker's Bad Fur Day. Bei einer Stelle, die ja nicht ganz leicht ist, ja. Wir schwimmen hier erstmal durch dieses ganze Gesäge hindurch. Oh, da ist nochmal Luft. Ah, das trifft sich gut. Dann schwimmen wir hier durch. Gut. Und nee, wir warten noch und schwimmen jetzt hier durch. Perfekt, perfekt. Holen nochmal Luft und gehen dann nach oben. Mann, das war kacke vorhin. Was heißt vorhin? Beim letzten Part. Ihr müsst wissen, bisher nehme ich das ganze, die ganzen Parts, ich glaube, das ist jetzt eben die Part Nummer 13 oder 14, ich habe keine Ahnung. Die habe ich bisher am Stück aufgenommen. Ja. Nein! Los, vorsichtig, Conker. Und an die Treppe! Oh mein Gott, an die Treppe! Das ist nicht ohne so Instant Death Kacke. Wo zum Teufel bin ich jetzt? Ich bin hier falsch, glaube ich. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hallo Leute! Was macht er da hinten? You have to pay the toll. There you go. $1,000. Thank you. Can I get Pat now? Hey, I'm not finished yet. We're looking for a screamer. And I think, by the description given to me, that you are a squirrel. I am not a squirrel. Yes, you are. You fit the description perfectly. Oh, really? And, could you describe this description to me? Well, short, red fur, big bushy tail, and a twitchy nose. You're a squirrel, all right. And you're coming with me. Look, I tell you, I'm not a squirrel. Get your hands off me. And what are you then? I'm an elephant. Squirrels aren't short and furry. They're big and gray. What? Yeah, that's the twitchy noses. They don't have them? No, they're long and snouty. And they also have flappy ears. Are you sure? God, I'm sure. See ya. Oh, there's nothing like a good sh**. Now then. You stupid twat. Oh yeah, let's see. Wow, das sollte mein Geld auch können. Wie geil ist das denn? Ja, der eine kackt sich da hinter dem Felsen erstmal aus und wir geben dem anderen Typen einfach mal an, wir seien ein Elefant. Weil Eichhörnchen sind ja groß und grau. Oh mein Gott. Dinos. Dinos. Die sind irgendwie ziemlich uncool. Also doch, sie sind schon cool, aber ich glaube die... Wow, was? Oh, what? Oh, was? Warum geht er nicht weg? Warum gehen die nicht weg? Wow, okay, die Dinos sind fies. Stimmt, kommt gleich einer um die Ecke. So, mal hier hin. Wo komme ich hier hin? Zu einem Seil? Was? Was ist das denn? Passiert hier? Wow, beinahe runtergefallen. Nee, da passiert nichts. Das ist nur so ein... ja... So, und du kommst zurück, Weg. Ja, ist jetzt nicht von Bedeutung. Dino? Okay, ich gehe jetzt hier rein. Komm weiter oben wieder raus. Oh Gott, das war knapp. Wow, gut ausgewichen. Jetzt hier rein. Und da bin ich ganz oben, oder? Ja, perfekt. Halt, Geld, mein Geld, mein Geld. So.
Super gemacht! Hey, where the f you been, you ginger bastard? Ja, ja, du mich auch. Cool. I can buy it for the rest of my dead presidents. Ja, und bei diesem Typen vorhin mussten wir ja $1000 zahlen. Heißt, wir mussten erst $1000 finden, um hier überhaupt weiterzukommen. Ich habe jetzt zum Glück, ich glaube, alles eingesammelt, was man einsammeln konnte. Und deswegen, ja, hat das so schnell funktioniert. Hier diese Statue. Wir müssen springen. Und dann, zack. Nochmal. Wir schlagen sie in den Boden ein. Und nochmal. Zack. Durch den Boden, durch alles durch. Batsch. Sorry. Jetzt mal Schokolade. Wo bin ich denn hier? Steintypen? Hallo. Wer bist du denn? Was? Was zum... Okay, ich darf da offen... Oh Gott, Typen. Fiese Typen. Ich darf da offenbar nicht vorbei. Alles klar, ich hab's ja kapiert. Dann nehmen wir den anderen Weg. Alles aggressive Typen hier. Besoffen sind die, glaube ich, auch noch. Wer seid ihr denn? Seid ihr nett? Hey, Typ. Typ. Wer bist du denn? Na? Okay, der will auch auf mich einprügeln. Habe ich ja verstanden. Okay, alle hier sind böse und gegen Conker. Was? Komme ich nicht weiter? Gut. Ja, viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Hier komme ich auch nicht durch. What? 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 Kann ich hier nochmal was tun, hier oben? Ah, offenbar. Ah, verstehe. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, bringt ja gar nichts, du kannst ja oben drum gehen. Aber ihr werdet gleich sehen, was der Clou ist. Da hinten liegt ein Stein herum. Aus dem Steinmensch, der ist einfach nur besoffen oder schläft oder keine Ahnung. Den können wir mitnehmen. Ohne, dass es die anderen merken am besten, weil die prügeln weiterhin auf uns ein. Schnell sein, gut sein. Ja, und der Typ ist so voll, der merkt gar nichts. Der merkt einfach mal gar nichts. Ja, gut, gut, gut. Und den können wir jetzt durch diesen Durchgang... Oh nein! Ah, du dämlicher Dreckspenner. Ih, kotz mich nicht an, habt ihr das gesehen? Haut mich zu Boden und kotz mich dann noch an. Was für ein dämliches Arschloch. So, durch jetzt. Und nun spielen wir ein bisschen Kegeln. Runter da. Niaum. Und tschüss. Ups. Ups. Conker macht alles kaputt. Conker tötet alles auf der Welt. Was ist denn los mit ihm? Okay, gut. Maestro, don't you think that's a little bit too dramatic? Can you give me something with a bit more of a beat? Yeah, that's better. Ja, die dramatische Musik hat Conker nicht gepasst, aber jetzt scheint es besser zu sein. Und ja, mir gefällt es tatsächlich auch besser. Ich bin da gleich ein bisschen still, dass ihr der Musik wenigstens ein bisschen lauschen könnt. Also jetzt nicht an diesem Tüdeldü, sondern wenn diese Art von Gesang kommt. Der gleich kommen müsste. Muss ich mich kurz ein wenig zurechtfinden. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Das ist gut. Muss mich hier kurz zurechtfinden. Keine Sorge. Aber ich hab's gleich. Hier sind komische Typen, die die Statue anbeten.
Jetzt kommt die Musik. Ja, ich mag diesen Gesang irgendwie. Da hinten ist noch eine Tür, okay. Aber was wir tun müssen, ist erstmal hier wegkommen und da war ja so ein B-Feld. Was macht das B-Feld denn? Lass mal sehen. Wir können... Ah, da ist zum Beispiel ein Schalter. Da geht's was hoch. Ah. Eine Art Presse. Und da geht's runter, nehme ich an. Bitte treffen, Conker. Ja? Ja, da geht's runter. Da müssen wir offenbar was zerquetschen. Ich mache das Ding gleich wieder hoch, damit es bereit ist. So, gut. Und nun. Haben wir, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten. Ich glaube, durch diese Tür da oben müssen wir. Ich glaube, die müsste aufgehen. Theoretisch. Bin mir jetzt aber ehrlich gesagt wirklich nicht mehr sicher. Wir werden es gleich sehen. Oder es war die auf der anderen Seite. Aber ich glaube, es ist die. Ja, die geht auf. Perfekt. Sehr gut. Und gleich folgt wieder etwas total Süßes. Da vorne ist ein Ei. Und diese Texturen hier sehen ziemlich kacke aus. Nein! Du dreckiger Penner! Nein! Aber habt ihr gesehen? Ich habe ihn doch getroffen. Mit meiner Pfanne. 99,9% bin ich sicher, dass ich den getroffen habe. Macht aber nichts. Doch, macht was. Wir haben nicht mehr viele Leben. Eins nämlich. Oh, kacke. Ja, ich habe mich schon über diese Texturen gewundert und dann killt mich der Typ hier. Wow, das war wieder knapp. So, wir gehen zu diesem Ei hier. Hau ab, du Typ. Da ist wieder so ein Mönchstyp. Wir wissen ja, bei dem können wir auf seine Tafel stehen und dann... Hui! Können wir hier hochgehen? Okay, ich sollte schon darauf landen. Und B. So, was macht Conker jetzt? Er brütet das Ei aus. Einige Zeit später, ja. Was schlüpft daraus? Etwas Brutales, etwas Böses, etwas Furchterregendes? Hallo. Oh. Lupi. Ah, der Kleine ist so süß. Ja, er ist so süß, ja. Und dann nom weggebamst. Warte mal, ich möchte sehen, wie er winkt. Komm, wink mir mal zu. Da, er winkt gar nicht, er kratzt sich am Kopf. Ja, er kratzt dich, ja. Ich finde den Typ so süß. Okay, komm mit, kleiner Dino. Komm mit, kleiner Dino. Komm mit. Komm mit. Folge deiner Mama. Ja, hallo. Hol dir diesen Kerl. Guten Appetit, Kleiner. Ja, ich möchte jetzt hier nicht runterfallen. Komm mit, Kleiner. Komm mit, kleiner Dino. Der Kerl ist so süß. Und die Geräusche, die er macht, ist total süß. Hallo, Pippi. Komm mit. Komm, da ist noch was, komm. Ham, ham, komm.
Jetzt hat er aber gewunken. Leute, ja, mit diesem Bild würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute mit Conker. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.